Große Veränderungen im Leben kommen oft unerwartet. Vor einer Woche rief mich meine liebe Tante an. In meiner Jugend habe ich viel Zeit auf ihrem Holzfällerhof verbracht. Nun sind sie und mein Onkel alt geworden und denken nur noch an einen glücklichen Ruhestand. Sie beschlossen, ihr rückläufiges Unternehmen zu verkaufen und brauchen nun meine Hilfe, um das in die Tat umzusetzen. Ich werde ihnen gerne helfen. Außerdem wurde mir klar, wie sehr ich die ruhigen Berge vermisse. Die Luft, die Aussicht und den Schweiß guter, harter Arbeit. Ich werde dem Stadtleben den Rücken kehren, mein Telefon ausschalten und wieder naturnah leben. Zumindest für ein paar Tage. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Lumberjacks Dynasty. Ein schönes Holzfäller-Game oder Holzfäller-Simulator, besser gesagt, aus dem Hause Toplitz Production. Oh, was ist denn hier? Nein, nicht vors Auto rennen. Boah, Mensch, das geht ja hier aber schon mal ganz schön kritisch los. Fast ein kleiner Wildunfall, der Typ hat nicht mal abgeblendet. Du Vollidiot. Wahnsinn. Mensch, damit habe ich nicht gerechnet. Sehr schön. Ja, Busfahrer Manfred hat uns sehr gut ans Ziel gebracht. War eine sehr, sehr angenehme Fahrt. Vielen Dank dafür. Und dann würde ich sagen, machen wir mal zu der Guten hier rüber. Schön, dich zu sehen. Das letzte Mal ist eine Ewigkeit her. Gut schaust du aus. Wir haben dich beide vermisst. Es ist auch schön, dich zu sehen. Du siehst wie immer großartig aus. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Na klar, mein Schatz. Du wirst in unserem alten Haus wohnen. Wir wohnen jetzt direkt gegenüber. Wir haben uns verkleinert, um leichte Ordnung halten zu können. Ich habe es so verstanden, dass ihr verkaufen wollt. Ja, wir suchen einen Käufer für das Haus und die Sägemühle. Wir sind nicht mehr jung. Und da uns niemand hilft, verfallen die Gebäude langsam. Ich helfe mit allem, was in meiner Macht steht. Das wisst ihr doch, oder? Oh, danke. Du bist so hilfsbereit. Ich mache mir mehr Sorgen um deinen Onkel. Er ist nicht mehr der Jüngste, aber er versucht immer noch, selbst im Wald zu arbeiten. Der Wald war ihm immer schon wichtig. Gut, wo soll ich wohnen? Folge mir. Ich zeige dir alles. Das ist ja aber eine Liebe. Ja, der gute Onkel, ich glaube, das wird sehr schwer im Alter. Zu akzeptieren, dass man mein es irgendwann nicht mehr schafft. Sehr an diesem Ort. Ich habe den größten Teil meines Lebens hier verbracht. Ist ja auch ein hübscher Ort, muss man ja mal sagen. Wehe, die verkaufen das, da helfen wir doch lieber und behalten das. Schöner Klingelton. Hallo. Ja, Liebling, er ist gerade angekommen. Oh nein, brauchst du Hilfe? Oh, lass mich da erstmal ankommen, bitte. Ich werde ihn fragen. Na super. Geht schon gut los. Dein Onkel hat Probleme im Wald. Könntest du bitte nachsehen, was los ist? Sicher, das mache ich doch gern. Wo ist er denn genau? Auf einer Lichtung hinter dem Sägewerk. Ich bin sicher, du findest ihn. Nimm den Pickup, er steht vor unserem Haus. Bis später. Ja, sehr schön, ne? Kann man doch gleich ein Auto bekommen, mit dem wir hier rumfahren können. So, Mission aktualisiert, Einführung, steig ins Auto, M für Karte kontrollieren. Oh Mensch, das ist ja eine ganz schön große Karte hier. So, wir befinden uns gerade... Nö, hier befinden wir uns auf dem Gebäude, stimmt, hier war die Bushaltestelle und dort steig ins Auto. Hier vorne steht also das Auto und dann müssen wir mal schauen, wo wir denn hinfahren sollen. Wir haben natürlich auch ein richtig, richtig geiles Holzfällerhemd an, weil, ne, was wäre ein Holzfäller-Simulator ohne rot-schwarz kariertes Hemd? Und unser gutes Tantchen, die ist mal wieder hier Trendsetter mit liniert zu kariert, ja? Und einen schönen Hut noch hinten, immer auf dem Rücken, damit man sich den Rücken nicht verbrennt, ganz wichtig. Hier haben wir eine kleine Gasstation. Ich würde sagen, wir gucken uns das bestimmt alles später noch an. Wir folgen erstmal der Mission. Man hat hier immer so eine gewisse Hintergrundunschärfe. Oh, was ist denn hier? Das nächste Wildschwein. Pass auf, nicht, dass ein Auto kommt. Ohne nach links oder rechts zu gucken. Mann, Mann, Mann. Ja, wir haben immer so eine kleine... Und das nächste? Was ist denn hier los? Also wir wohnen wirklich anscheinend mitten in der Natur. So, jetzt fange ich zum dritten Mal an. Wir haben eine schöne Hintergrundunschärfe. Weiß nicht, ob ihr die jetzt gerade seht. In die Richtung ist es nicht so schlimm. Aber wenn ich hier hinter gucke, dann ist das schon ganz cool gemacht. So mit den Objekten, die weiter weg sind. Sieht auf den ersten Blick erstmal ganz schön aus. Okay, dann lasst uns mal zum Pickup machen.
und schauen, wie wir dem guten Onkel so helfen können. Wir machen natürlich alles für die Familie. So, einsteigen, alter Pickup. Ja, der sieht auch schon etwas alt aus. Aber solange das Ding noch fährt, ist doch alles in Ordnung. So, such deinen Onkel. M für Karte kontrollieren. Okay, also er soll gleich hier vorne sein. Das scheint ja nicht weit weg zu sein. Wir gucken mal. Vorwärtsgang ist drin. Im Rückspiegel... Was bringt denn der Rückspiegel, wenn das Ding eine Rückwand hat? Ja, können wir uns immer schön unsere Zwischenwand hier angucken. Das ist doch was Schönes, ne? Seitenspiegel dafür nur links. Okay. Ach, die warten. Oh, die sind ja lieb. Mensch, was ist denn das für eine nette Bevölkerung? Ich konnte leider nicht gucken, ob Verkehr von der anderen Seite kommt, weil mir letztens einer den Spiegel abgetreten. Tut mir sehr, sehr leid. So, hui. Okay. Fahrphysik ist noch etwas gewöhnungsbedürftig, aber das kriegen wir alles hin. So, Blinker kann ich leider nicht setzen. Ach, wir müssen doch noch ein Stück weiter. Das Dreieck zeigt immer bloß Zwischenetappen an. Ich dachte schon, wir haben es gar nicht so weit zum Onkel. Ach, und diese schöne Hintergrundmusik. Es wirkt alles so schön friedlich und naturbelassen hier. Das gefällt mir doch schon mal auf den ersten Blick sehr, sehr gut. So, dann gucken wir mal. Hier steht ein Traktor. Ich glaube, hier sollen wir hin. Ich würde sagen, dann fahren wir mal hier vor und gucken mal, was bei dem Onkel Lee so los ist. Steig aus dem Auto und gehe zu deinem Onkel. Na klar, das machen wir doch. Oh, was denn hier? Das Ding festgefahren oder was? Hallo. Schön, dich zu sehen. Mensch, der sieht ja abgespaced aus. Ich habe gehört, du hast Probleme. Ich bin im Schlamm stecken geblieben. Ich fahre nicht mehr so präzise wie früher. Kannst du mir helfen? Klar. Kein Problem. Was soll ich tun? Steig in den Traktor und versuch, den Anhänger anzukoppeln. Versuch dann, aus diesem Wasser zu fahren. Ey, schubst du mich mal bitte nicht weg? Ich wollte dir helfen. Schöne Camouflagejacke hat er. Aber wenn er nicht mehr so präzise fährt, dann sollte er es vielleicht auch mal lassen. Ich wäre eh dafür, dass man ab einem gewissen Alter zumindest noch ein paar Prüfungen ablegen müsste, so alle paar Jahre, ob man noch in der Lage ist zu fahren oder nicht. Passieren viel zu viele Unfälle. Ich kann mir zwar vorstellen, dass das sehr, sehr schwer sein wird, wenn man mal so alt ist, von selber auszusagen oder von sich selbst auszusagen, dass man das Auto lieber stehen lässt. Aber es wäre doch eigentlich besser. Weiß gar nicht, ob sowas in anderen Ländern gibt. So Prüfung ab einem gewissen Alter, Sehtest und alle anderen kognitiven Fähigkeiten und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Aber ich glaube, das wäre sehr angebracht. Gut, genügend gequatscht über die Probleme der Welt. Oder zumindest die Probleme Deutschlands. Ich weiß nicht, wie es im Rest der Welt aussieht. Lasst uns mal hier in den Traktor steigen. Wie soll ich denn jetzt nach hinten gucken? Okay, Kameraposition mit C. Ah, alles klar. So sieht das doch schon mal um einiges schöner aus. So, CVT-Getriebeeinstellung wechseln. Ja, jetzt ist er einmal unten und ich kriege nicht wieder hoch. Ja, bekannte Probleme, ne? Okay, schade. Lange gedrückt halten, auch nicht. Okay, weiß ich nicht genau, was ich jetzt eingestellt habe. Tempomat brauchen wir erstmal nicht. Kameraposition haben wir die beiden. Gefällt mir die aber um einiges besser. Und L sind die Lichter. Oh, Mensch, stylische Lichter auf jeden Fall. Und hinten haben wir auch noch. Ah, cool, der weist uns ja sogar ein, unser cooler Opa. Vielen Dank. So, dann fahren wir hier mal vorsichtig ran. So, das sieht doch gut aus. Und Q ankoppeln. Jawohl, wir haben es geschafft. Und volle Fahrt voraus. Raus aus dem Dreck hier. Siehst du, Onkel? Als hätten wir unser Leben lang nichts anderes gemacht. Ach, wie schön. Schaut euch das doch mal an. So, Onkel. Haben wir das nicht toll gemacht? Hätte ich gern mal einen Klopfer auf die Schulter. Du hast eine Gabe. Das ist dir klar, oder? Natürlich. Aber das ist nur der Anfang. Mal sehen, wie du inzwischen mit dem Baum umgehst. Komm mit. Das zeige ich dir, wie ich mit Bäumen umgehen kann. Mein Freund. Da liegt eine Kettensäge. Darf ich die nehmen? Ah, ich muss erst einmal mit ihm reden. Jetzt nimm die Kettensäge. Weißt du noch, was ich dir beigebracht habe? Pass auf. So, nimm die Kettensäge. Das machen wir doch liebend gern. Her mit dem Ding. Jawohl. Du hast eine Kettensäge erhalten. Jetzt kannst du Bäume und Büsche fällen. Okay. Linke Maustaste. Ach du Scheiße. Okay, aber es ist an sich ganz einfach. Es zieht nur allerdings etwas nach. Also es ist nicht synchron mit deiner Mausbewegung. Es braucht immer noch so eine halbe Sekunde, bis es dann mitzieht.
Aber alles kein Problem für uns. Achtung, Baumfeld. Du bist wirklich stark geworden. Jetzt musst du ja, aber nur mit der rechten Hand. Denkst du, du kannst die Stämme auf den Anhänger laden? Bring den Traktor her und versuch es einfach mal. Immer so eine blöden Fragen, ne? Denkst du, du kannst das? Hm, genau. Also entaste den Stamm und heile ihn in Rundhölzer. Benutze die Ingenieursansicht, um die besten Stellen zum Schneiden zu finden. Wenn das erledigt ist, lade die Stammstücke auf den Anhänger. Rechte Maustaste. Ah, das ist hier unser Adlerblick. Der Ingenieursblick, da ist der Charles. Ein schönes Smiley, ungefähr auf der Autobahn, wenn die Baustelle gleich endet. Das sieht fast genauso aus. So, wo waren denn die besten Stellen? Einmal hier. Und zack. Jetzt hat uns fast der Ast erschlagen. Hier drüben nochmal. Ui, hat er fast die Kettensäge aus der Hand verloren. So, wo noch? Hier noch. Machen wir doch alles ganz glatt. Wir haben aber auch eine super Kettensäge hier. So, und dann sollen wir den noch zweimal teilen. Damit wir den guten Bäumchen oder das gute Bäumchen dann da hinten auf unseren Anhänger bekommen. Und noch einmal. So, da haben wir es. Können wir die wieder wegpacken? Ja. Möchte damit nicht im Traktor fahren, einhändig in der anderen die Kettensäge. Das kann bloß zu gefährlichen Unfällen führen. Der hat die jetzt hier vorne durchgesägt? Ja, ne? Ja, hat man bloß nicht so genau gesehen von hier. Okay, dann wollen wir das Zeug mal aufladen und gucken, was wir dann damit machen müssen. Naja, sitzt ja schon drin. Wollen wir ein bisschen kuscheln, mein Guter. Komm, wir ändern nochmal die Kameraposition. Hey, irgendwo. Spooky. Ja, ich hab dich auch lieb, aber guck mich bitte nicht so an. Danke. Jetzt gucken wir mal. Stämme auf Anhänger. Also müssen wir hier einmal zurückfahren. Uje, das kann ja was werden. Rückwärts fahren mit Anhänger. Nicht unbedingt die leichteste Aufgabe. So, ne, zu früh eingeschlagen. Moment, jetzt, komm, zieh rum. Nicht drüber fahren. Ne, schaffen wir nicht ganz, wir müssen nochmal umlenken. So. Ach, ist das kompliziert. Aber ja, wir werden es schon noch hinkriegen. Ich glaube, wir machen das erstmal ein bisschen anders. Wir fahren jetzt erstmal hier gerade dran. Und dann... So. Und dann umlenken. Ach, warum lenkt denn der dann so schwierig um? Die eine Richtung macht das ganz, ganz schnell und in die andere ist er nicht so der Meister. Gefühlt. So, na gut, dann machen wir es halt so. Dann zieht man hier einmal gerade. So. Und dann sollte das doch passen, oder? Ist jetzt nicht das Beste geworden, aber naja, was soll's. Es war unser erster Versuch. Gut, wir haben das mit Enterstamm aufheben. Machen wir auch. Und einmal hier rüber. Und Stamm fallen lassen. Und den hier noch. Okay, kriegen wir auch noch. Sehr gut. Und auch mit drauf. Ich muss sagen, es macht relativ Laune. Also wenn das Spiel so weitergeht, dass wir hier schön Bäume absensen oder absägen. Und dann hier aufladen und vielleicht noch zum Sägewerk bringen. Und damit schöne Sachen bauen können. Dann könnte das ein... vielseitiges, spaßiges und wahrscheinlich auch sehr langwieriges Let's Play werden. Alles Sachen, die mir gefallen. So, warum kriegt denn der das nicht? Bin ich immer noch zu weit weg? Okay, machen wir es so. Das geht auch. Und einmal hier drauf. Vielleicht können wir auch neue Traktoren und Anhänger kaufen. Das wäre natürlich geil. So, bring die Stämme zum Flussufer. Wieso zum Flussufer? Können wir den Bibern helfen? Flussufer ist gleich hier vorne. Belohnungen und vor allem und 1000 Sozialpunkte. Weiß nicht, was und ist, aber so was da noch kommt, lassen wir uns überraschen. Mal schauen, was Sozialpunkte sind, was wir damit dann später anstellen können. Das weiß ich auch noch nicht genau. Ich gucke nochmal nach der Getriebeeinstellung. Ach, unten steht der CVT und CVT mal 2. Weiß allerdings noch nicht genau, was das ist. Es tut mir leid, ich kenne mich so mit sowas nicht aus. Okay. Oh, was kommt denn da vorne raus? Mensch, das ist aber kein Euro 4. Schaut euch das mal an. Gut, sind Traktoren so oder so nicht, ne? Aber glaube ich zumindest. So.
Mission aktualisiert. Einführung. Lass die Stämme in den Fluss fallen. Sie werden zum Sägewerk schwimmen. Die schwimmen. Und dabei einweichen. Achso, okay. Kann ich da auch meine Boxershorts reinwerfen? Die müsste vielleicht auch mal ein bisschen einweichen. So. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Na Mensch, das hat doch mal gut geklappt. Wie geil ich auch geparkt habe hier. Direkt parallel zum Geländer, ne? Danke. Also das reicht für heute. Gehen wir nach Hause. Ist doch ein schöner Arbeitstag, oder? So eine Stunde arbeiten und sagen, ach. Vielen Dank für die Hilfe. Das war hervorragende Arbeit. Eventuell willst du uns ja mit dem Hof und dem Sägewerk etwas mehr helfen. Na klar. Vielleicht willst du dich hier sogar niederlassen. Das Leben ist schön und ruhig. Ich bin sicher, es gefällt dir. Vielleicht möchtest du... Du musst dich gleich entscheiden. Hilf uns doch ein oder zwei Wochen, um zu sehen, ob dir das Leben hier gefällt. Wir sprechen danach in Ruhe dann. In Ordnung? Immer muss der mir ins Wort fallen, das gefällt mir nicht. So, wir müssen erstmal... Okay, danke, dass er wartet, aber wir kommen doch von dem Feldweg, da sind wir doch wartepflichtig. Vielen Dank, ich würde dir... Warte, Lichthupe? Ah, und nochmal. Ja, war eine etwas lange Lichthupe, aber ich glaube, du hast kapiert, dass ich mich bedanken wollte. Ja, dass der mir immer ins Wort fallen muss. Was wollte ich denn jetzt sagen? Einerseits wollte ich sagen, was ist denn mit unserem Pickup? Boah, und guckt euch die Fahrbahnverschmutzung an. Müssen wir auch noch wegmachen, wir sind doch der Verursacher, ja? Alles ganz, ganz wichtig in der STVO. Ja, einerseits ist der Pickup weg. Ich hoffe, den klaut keiner über Nacht, aber wir sind ja hier auf dem friedlichen Dorf. Das wird schon werden. Ja, und dann mal gucken, ob wir hier noch länger bleiben. Ich würde sagen, ja, wenn wir hier umsonst wohnen können und das Ganze wieder aufbauen, ist doch alles in Ordnung. Hauptsache, ich kriege ein bisschen Futter und ein warmes Bett. Achso, ich dachte, jetzt kommt eine Videosequenz, dabei sind wir einfach nur ausgestiegen. So, na nicht for sale. Könnt ihr das Schild mal wieder wegmachen? Aus dem bin ich euer Erbe. Ich hole gleich die Kettensäge und dann hole ich mir mein Gebäude. So, wir können Äpfel pflücken, habe ich gerade gesehen. Sehr gut. Information, Apfel plus 1. Sehr schön. Nochmal und hier nochmal. Cool. Jetzt mal gucken. Ah, hier kommen wir ins Inventar. Haben wir denn Hunger? Also Essen sehe ich schon mal. Warum haben wir 4 Grillwürste einstecken? Ist immer normal, wenn ich irgendwo zu Besuch fahre mit dem Bus, habe ich immer in jeder Hosentasche eine so eine Grillwurst ohne eine Verpackung drumherum. Einfach drin, falls mal der kleine Hunger kommt. Beende Quests und sprich mit Menschen, um neue Fähigkeiten zu erlernen oder auf ein höheres, wahrscheinlich Level zu steigen. Holzfäller erlaubt die Verwendung besserer Holzfällerausrüstung dank steigender Basisketten sägen, Baumstämme aufnehmen und tragen. Ich glaube, hier fehlt immer so ein kleines Wort oder generell das Satzende. Zumindest das Gefühl. So, deine Verfassung. Nahrung 63, Schlaf 54. Deine Verfassung hängt sowohl vom Essen als auch vom Schlafen ab. Behalte deine Verfassung im Auge und halte dich fit, damit du effektiver arbeiten kannst. Okay, dann würde ich sagen, lass uns mal hier so einen Apfel futtern. Dann gucken wir mal. Nahrung haben wir, okay, plus 10. Das heißt, 100 könnten wir gebrauchen. Wir essen erstmal 2, nicht dass die gute Auntie, unsere Tante, eventuell noch Abendbrot macht und wir dann keinen Hunger haben. Das wäre natürlich nicht so gut. So, Auntie, ich hätte gerne Lob dafür, dass ich Onkel so gut geholfen habe. Habt ihr die Arbeit erledigt? Ja, es war eine erfrischende Erfahrung. Wenn du noch Lust hast, zeige ich dir die Farm. Na klar, aber sehr, sehr gern. Ja, ich würde mich gerne umsehen. Schönes Cappy mit Isle of LJs. Gesundes Essen war uns schon immer wichtig. Dein Onkel hat diese Apfelbäume vor vielen Jahren gepflanzt. Sie tragen immer noch saftige Früchte. Ja, ein paar Äpfel haben wir schon probiert von euch. Waren sehr, sehr angenehm. Ah, mit Ingenieursblick sehen wir also auch Essen. Ich habe immer davon geträumt, hier einen Bienenstock aufzustellen. Aber ich habe es nie geschafft. Es würde den Bäumen und Blumen sehr gut tun. Und ich liebe Honig. Wer liebt denn keinen Honig? Oh ja, vielleicht hauen wir hier noch einen Bienenstock hin. Das Gewächshaus ist in ziemlich gutem Zustand. Samen können im Laden gekauft werden. Ich bin sicher, das Gemüse würde schnell wachsen. Das Anwesen könnte sich in kürzester Zeit selbst versorgen. Jetzt zur Werkstatt, dem Königreich deines Onkels. Hier kann jedes Fahrzeug betankt und gewaschen werden.
Mit einigen Umbauten solltest du in der Lage sein, defekte Fahrzeuge selbst zu reparieren. Es schmerzt mich, die Gebäude in diesem traurigen Zustand zu sehen. Wenn du willst, kannst du vielleicht schon jetzt etwas dagegen unternehmen. In der Werkstatt dürftest du Werkzeug finden. Also, die erwarten ganz schön viel Hilfe von uns, finde ich. Am Anfang hieß es ja, wenn du uns vielleicht ein bisschen helfen kannst. Und jetzt laufen wir hier einmal übers Grundstück und dann auf einmal, ach, hier ein Bienenstock da vorne wäre schön und guck mal das Gewächshaus, ja, dort im Laden findest du Samen und ach, guck dir mal das Gebäude an, da drin findest du auch gleich Werkzeug, also, Du sprichst nicht direkt an, aber indirekt werde ich jetzt so ganz schön viel Arbeit verteufelt. Aber na gut, wir sind ja auch nicht zum Faulenzen hier. Haben wir hier eine schöne Nagelpistole? Jawohl, du hast eine Nagelpistole erhalten. Gut, jetzt versuch es mal. Glaubst du, du kannst diese Wand reparieren? Glaubst du, du kannst es? Nö, kann ich nicht. Ja, und immer fallen sie mir alle ins Wort. Okay, dann probieren wir doch mal. Linke Maustaste. Bam. Oh, geil. Schießt sogar gleich die Bretter mit raus. Brauchen wir gar nichts anderes machen. Zack. Ah. Legendär, oder? Du bist ein echtes Naturtalent, mein Schatz. Diese Reparaturen sollten vorerst halten, aber perfekt ist es natürlich nicht. Hallo? Wenn du im Sägewerk Bretter herstellen kannst, bringst du diese Wände wirklich zum Strahlen. Nur vollständig getrocknete Bretter können für Gebäude verwendet werden. Wenn du es eilig hast, kannst du welche kaufen. Du kannst neue Bretter sogar streichen. Ich bin sicher, dass du noch irgendwo lernen wirst, wie das geht. Ich erinnere mich noch an die Scheune voller Tiere. Damals. Wenn du sie reparierst, kannst du wieder selbst Tiere halten. Versuch mal nach oben zu steigen und sieh nach, wie es mit dem Dach aussieht. Du kannst Baugerüste nutzen, um auf das Haus zu kommen. Hat unser lieber Onkel nicht gesagt, dass jetzt Feierabend ist für heute? Und jetzt haben wir hier schon hier vorne repariert, jetzt sollen wir hier noch ein Baugerüst hinstellen, Dach reparieren. Mensch, was ist denn los? Und so oft, wie du mir ins Wort fällst, rede ich gleich gar nicht mehr mit dir. Dann gibt's eine Nagelpistole an den Kopf und dann ran hier mit dem Grundstück. So, okay. Dann nehmen wir hier einmal ein Gerüst. Du hast ein Gerüst erhalten. Jetzt kannst du Gerüste um Gebäude herum aufbauen, um diese zu besteigen oder um diese besteigen. Mensch, was ist los? Ja, ich werde sehr gerne ein paar Sachen besteigen, aber nicht unbedingt das Gebäude hier. Na gut. Okay, Ingenieursansicht. Ach, Stall für Tiere. Halte deine Tiere warm und sicher. Kühe im Besitz 0, Stroh gelagert 1000 Kilo. 10% plus. Wir können 10.000 Kilo Stroh lagern. Und Stroh wiegt doch nichts. Wie viel oder wie groß müssen denn 10.000 Kilo Stroh sein? Wahnsinn. Hey Charles, schön, dass es dir gut geht. Ich glaube, der hat früher sehr, sehr viel Bob Marley gehört und ab und zu ein paar Sandwiches verdrückt. Ach du Scheiße, hier müssen wir noch richtig krass abgehen und hier hinten auch und wow, oh je. Ich glaube, wir bleiben länger als nur ein paar Tage hier. Gut, kommen wir jetzt schon hier hoch oder müssen wir das noch? Nee, wir müssten das noch bauen, dann haben wir hier nämlich einen Aufstieg. Okay. Gut, dann schauen wir doch mal aufs Dach. Obwohl hier unten auch noch ganz schön kaputt ist. Lasst uns das noch schnell reparieren, wenn wir einmal die Nagelpistole in der Hand haben. Dann können wir ja auch mal hier schön alles nageln, ne? Ach, das Loch da unten soll sein, okay. Ist dann für die Katzen, dass die reinlaufen können. Um die Kühe zu ärgern, oder? Vielleicht ist auch ein kleiner Hühnerstall mit drin. Mann, ach nein, jetzt... Hä? Jetzt ist das Loch zu. Okay, na gut. So, dann einmal hier hoch. Aber ich habe doch Höhenangst, Tante Auntie. Was machen wir jetzt? Ich kann euch leider nicht helfen. Spiel vorbei, Let's Play vorbei. Geht leider nicht. Okay, und zack, hier nochmal. Huch. Haben wir. Ui, 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 ui. Ah, jetzt reicht's schon, oder? Ach, ich sollte es mir bloß angucken. Ich sollte es noch nicht machen. Ui, der rutscht immer ganz schön hier drauf. Also nach unten laufen ist wirklich, hier, ihr seht's, ich habe nur einmal ganz kurz die Taste angetippt. Da müssen wir wirklich vorsichtig machen. Keine Dachsicherung, nichts hier. Was ist denn das für eine Arbeit? Also ich glaube eher, die möchten was von mir erben. Und nicht andersrum. Okay, linke Maustaste und auch nochmal hier die linke Maustaste. Gut, dann haben wir das erstmal erledigt. Ich denke, die Rückseite wird auch noch kaputt sein. Aber wir gehen erstmal zur Tante runter. Wir sollen das ja dann alles später erledigen. Die zeigt uns jetzt nämlich gleich das Häuschen. Das sehen wir dann allerdings in der nächsten Folge, denn wir sind schon wieder bei knapp 25 Minuten.
Von daher erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen und schön, dass ihr dran geblieben seid. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr Bock auf weitere Videos habt, um nichts zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen 20 Uhr wieder. Macht's gut!